Wenn die Perspektive Wein Deutschland so aussieht wie hier an diesem Stand, dann braucht uns vor den nächsten Ernten keine Sorgen mehr bevorzustehen. Eine Frage nun, wie kommt es denn zum Namen Perspektive Wein? Was ist das? Was macht ihr? Die Perspektive Wein ist eine studentische Kompetenzfirma der Hochschule Heilbronn in Zusammenarbeit mit dem Staatsweingut Weinsberg. Und da haben die Studenten und Studentinnen die Möglichkeit, einfach sich auszuprobieren und jedes Jahr Weine sozusagen herzustellen. Wir haben immer zum Winter hin eine Rotwein-Cuvée und zum Sommer eine Weißwein-Cuvée, immer ausgestattet mit Künstleretiketten, Künstlern aus der Region. Und 50 Cent pro Flasche gehen auch immer zu einem guten Zweck. Grundzweck, prima. Und wo bekommen die Trauben her? Stiehlt ihr die aus den Weinbergen heimlich nachts, oder? Die kommen von Staatsweingut Weinsberg. Also ganz legitim. Und ihr macht dann aus diesen Trauben vom Staatsweingut eine Perspektive? Die schmeckt? Die schmeckt sehr fruchtig, trocken, international. Und jedes Jahr eine sehr spannende Cuvée. Also ich habe gehört, es sind jedes Jahr so vielleicht 1500 Flaschen Rot, je nachdem, was auch Weinsberg kommt und auch entsprechend Wein. Was schmeckt euch denn besser? Rot, definitiv, Rotwein-Cuvée. Kommt immer auf den Anlass drauf an. Ja. Weiß zur Hochzeit, oder? Ja, was Spritziges, so zur Feier, ja. Okay, und die Cuvée-Zusammenstellung des Perspektivweins, macht ihr das dann selbst? Entscheidet ihr selbst, was da reingehört, oder ist das dann so Zufall, was halt reinkommt gerade? Es wird in Zusammenarbeit mit dem Staatsweingut Weinsberg wird es von den Studenten probiert und eben zusammen eben das Cuvée kreiert quasi. Aber natürlich mit nochmal ein bisschen professioneller Hilfe vom Staatsweingut Weinsberg. Und wer hat euch zu diesen Projekten eigentlich angestiftet? Das war ein Projekt, das ist entstanden, es hat eine Studentin, eine BWLerin hat das entwickelt, zusammen mit der Frau Fleuchhaus und mit dem Herrn Blankenhorn. Und daraus entstand dann dieses ganze Projekt. Und mittlerweile sind 10 Studenten involviert, also da ist immer Interesse da. Kannst du unter uns, trinkt ihr den Wein eigentlich auch selbst? Ja, natürlich. Danke.